alle Kinder überall auf der ganzen Welt wissen, sobald sie von ihren Vätern oder Müttern ins Bett gebracht werden und das Licht ausgeht, dass die Monster, die sich in ihren Schränken verstecken, nur darauf warten, herauszukommen. Aber was sie nicht wissen ist, sie meinen es gar nicht böse. Es ist einfach nur ihr Job. Oh! Niemand ist hier. Kein Kind. Ihr müsst ein Kind sein, das wir erschrecken sollen. Ich bin aber voll in Panik, weil hier kein Kind ist. Sehen wir doch einfach im Dienstplan nach. Ach, das ist doch wirklich peinlich, ist das? Na gut, lass mal sehen. 9 Uhr steht hier. 9 Uhr? Jungenschlafzimmer. Jungenschlafzimmer. Hintere Molkerei. Molkerei? Gib mir das. Das heißt innere Mongolei. Sieht das für dich wie die Mongolei aus? Erinnerst du dich an die 5. Klasse, als zwischen dir und Susie Boyles immer Liebesbriefe hin und her gingen? Während die anderen brav Geografie gelernt haben, hier ist nicht die Mongolei. Ach, jetzt fängt das schon wieder an. Natürlich hat wieder der Kleine Schuld. Wie originell. Bestimmt hat er den Dienstplan falsch gelesen mit seinem einen Auge. Schon, Mike, nimm's doch nicht gleich persönlich. Das hast du gedacht, oder? Das hast du nicht immer gleich das Sensibelchen. Ich bitte dich. Na komm, Glubschi, wirst dein Freund. Da hast du null. Du brauchst dich gar nicht einzuschleimen, damit kriegst du mich nicht rum. Komm schon. Ach, ist doch schon gut. Hey, rat, welcher Planet ich bin. Oh komm, rat, welcher Planet ich bin. Gut, ich geh lieber wieder in den Pausenraum, bevor mir die anderen die Schokoschnitten wegessen. Hey, kommst du denn gar nicht drauf, du fußlige alte Badematte? Guter Hund. Lieber großer Hund. Ich geh schon wieder. Mach die Tür auf! Mach Komm schon, sonst esse ich dir die Schokoschnitten weg. Nein! April, April.